So, hallo an alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Destiny 2. Beim letzten Mal sollte eigentlich eine Folge kommen, die leider verschollen ist. Deswegen ist diese Folge, die jetzt kommt, in der Chronologie der Story gesehen, die übernächste Folge. Aber in der letzten Folge habe ich nicht ganz so viel gemacht. Das Einzige, was war, ein ziemlich cooles Element war da, nämlich ich habe einen Panzer bekommen, der sogar schießen kann. Und mit dem Panzer bin ich da ein bisschen rumgefahren und habe ein paar Gegner weggemacht. Und zwar mit dem höheren Ziel hier, Tumos den Ungebrochenen zu finden und sich seine Schlüsselcodes zu holen. Den habe ich nicht gefunden, die Mission endete bei dem Schiff, was man da auf dem Thumbnail sieht. Und jetzt gehen wir mal gucken, was passiert, wenn ich dann weitergehe. Deswegen wähle ich jetzt hier den nächstgesehenen Landepunkt aus und starte in die Mission hinein. So. Und dadurch, dass halt auch letztes Mal die, dass eine Folge hier mir verloren gegangen ist, habe ich jetzt auch ein bisschen andere Ausrüstung. Und ja. Ansonsten sollte eigentlich alles passen. Ich habe gerade mal kontrolliert, also die Aufnahme läuft. Wer hätte es gedacht? Ansonsten könntet ihr das gar nicht sehen. So, und jetzt sind wir auch hier. Ei. Ja, an dem Schiff gespawnt. Im Moment als Ausrüstung haben wir, sind wir auf Power Level 172. Haben hier immer noch die leere Läufer Warlock Fähigkeit. Das habe ich auch mal gefunden. Das ist halt auch so ein, der dritte von diesen Warlock Fokus, also die Mehrzahl von Fokus. Ist egal. So, also hier ist halt das mit der Feuerenergie, die dunkle leere Energie und da ist dann auch die Eisenergie, so nenne ich sie jetzt mal. Aber im Moment benutze ich hier die dunkle leere Läufer. Zu den Waffen. Meine Primärwaffe ist im Moment hier so ein Scout-Gewehr. Hier ein Scope. Schießt so, macht ein bisschen Schaden. Sekundäre Energiewaffe ist die Pistole hier, der Revolver. Da hinten steht ein Legionär. Und dann die super tolle, krasse Waffe ist das Scharfschützengewehr. Und ich muss da hinten hin. Und ja. Da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Damit wir dann die, die Mission auch hier dann passend in der Folge machen können. Da wird ein bisschen rumgeballert. Das können sie gerne tun. Soll mich nicht stören. Im Chat stand eben, ein hochrangiges Ziel entfernt sich. Das ist mir im Moment aber ziemlich egal. Und solange die Psions da drüben mich nicht sehen oder angreifen, stören sie mich auch nicht. So, hier durch. Da ist gerade einer despawned. Ein hochrangiges Ziel hat sich entfernt. Oh. Das ist frech. Nein! Was machst denn du hier? Das kann sein. Vielleicht muss ich hier hoch. So. Da ist man doch mal froh, dass es Mates gibt, die hier auch mit rumrennen und dann nicht blind einem hinterher folgen. In zum Beispiel den Abgrund, wo ich eben gerade fast reingefallen wäre. So, einmal hoch. Oh oh. Feuerwaffe. Oranger Schild. So, ein bisschen Schaden macht die Waffe schon. Sie wird ja noch mehr Schaden machen, wenn man den auf den Kopf treffen würde. Hä, aber das tue ich nicht. Oh oh. So. Da ist die Phalanx. Wenn man, ich habe letzte Folge rausgefunden, wenn man der Phalanx mitten aufs Schild schießt, dann konnte ich eben eindrucksvoll beweisen, dass die Phalanx dann das, dann den Schild freundlicherweise runternimmt und dann angreifbar ist. Und hier trampelt irgendjemand rum. Na komm, lass mich darüber. Ah, der stärkste Feind, die blöde einzelne Kante und alle Einheiten im Einsatz. Da sind Eindringlinge der Rotlegion auf dem Weg. Nein. Im Moment mache ich jetzt nicht das öffentliche Event, sondern ich gehe hierhin, um dann die Hauptmission zu starten, die da nennt die Rote Schlacht Ungebrochen. Finde Tumos den Ungebrochen und hol dir seine Schlüsselcodes, was auch immer dafür nötig ist. Empfohlene Power 160, meine Power ist 172, deswegen wird das jetzt kein Problem. Aber erstmal
müssen wir natürlich wieder in den Ladebalken rein. So, dann lädt es. Und so lange habe ich nichts zu erzählen, da wir auch schon gespawnt sind. Alles klar, wir sind im Träger. Gut, euer Ziel ist Tumos, der Ungebrochene. Er ist einer von Goals Auserwählten. Die Codes für sein Schiff sind das Ticket zur Allmacht. Hawthorne hat eine unschöne Begegnung mit ihm, als wir unterwegs waren. Alles klar, okay. Sie werden nicht umsonst die Blutwache genannt. Ich würde dir raten, vorsichtig zu sein, aber... Das bin ich nicht. Das hat meinem letzten Team auch nicht geholfen. Finde das Kommandodeck, dann findest du auch Tumos, den Ungebrochenen. Du wirst ihn zum Gebrochenen machen. Na ja, okay, also. Kurz den Plan erklären, den wir vorhaben. Wir wollen uns hier jetzt die Zugangscodes von seinem Schiff holen. Und dann mit einem kleinen Schiff, was da ein Kabal-Schiff ist, und den richtigen Zugangscodes, rüber zur Sonne fliegen. Auf der Sonne bappt ja die Allmacht, dieses komische Sternding. Dann machen wir diese Allmacht kaputt. Und dann explodiert unsere Sonne hoffentlich nicht. So, soweit zur Story. Und eine Frage, warum darf ich hier die Panzer nicht nehmen? Die stehen hier doch so rum. Ganz frech stehen sie hier rum und warten nur darauf, von mir geklaut zu werden. Aber nein, natürlich darf man nicht die Panzer klauen. Schade. So. Okay. Okay, Psion 1, Psion 2 und eine Phalanx. Die Psions nerven erstmal weniger. Deswegen die Phalanx weg ist. Psion hat in 1 kassiert und der auch. So. Das hat doch genau so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Na, fast. So, 4 Schuss für die Phalanx ist gut. Ein Legionär, oder? Du bist ein Legionär. Du bist... Oh, ihr seid 2 Legionäre und noch ein Psion. Sehr schön. Oh, oh, noch mehr. Sag mal, was kreuchten und fleuchten hier alles rum? Blöde Sniper, ihr sollt euch mal eine richtige Sniper nehmen, wenn ihr gegen mich und mein Scout-Gewehr ankommen wollt. Da oben war noch einer. Oh, oh, der ist hier unten. Kriegsbestien. Oh, ich habe doch hier so eine lustige Warlock-Fähigkeit, die sagt, ihr explodiert, wenn ich drauf, auf euch drauf schlage, oder? Oder seit wann tut ihr das nicht mehr? Hm. Irgendwie tun sie das nicht. Schade. Ich hätte gedacht, die explodieren, wenn ich drauf hau. Zumindest gab das eben den Eindruck. Oh, shit. Ja. Aua. Brennt das? Nö. So, erstmal ein paar Phalanx und dann ist leer. Ja, das ist der Nachteil. Das Ding hat 11 Schuss. Oh, Stufe ab. Level 19. Das ist schon fast das Max-Level. Bist du derjenige, der die ganzen lila, komischen, blöden Kugeln schießt? Na. Wenn er es war, dann ist er jetzt zumindest weg. Was macht ihr da? Warum leuchtet ihr so? Gefällt mir nicht, wie die leuchten. Gefällt mir ganz und gar nicht. So, dann holen wir mal unseren Revolver raus. Da sind sie hin. Zack! Und schon gleich die richtige Waffe gegen den Centurio genommen. Blau Loot! Okay. Oh, shit. Okay, jetzt weiß ich, was zumindest eben gerade oder vorhin diese kleine Lichtball-Explosion-Gefetze ausgelöst hat. Das war der lilane Ball, der von einem von den Kobolden geschossen wurde. So. Cool. Die Brücke sollte über uns sein. Finden wir eine Konsole und holen uns die Baupläne. Du willst erstmal die Baupläne haben? Konsole gefunden? Nö. Ja, natürlich. Ich muss die andere Konsole nehmen. Denn die beiden Konsolen, die absolut identisch aussehen, ist natürlich nicht das gleiche drauf. Okay, ich habe die Karte. Lass uns Tumos finden. Kommt da ein Panzer runter? Oder nur ein Schiff? Sieht aus wie ein Schiff. So. Stürme das Kommandodeck. Komplett alleine.
Okay. Eine bessere Idee hatte der Geist wohl nicht. Warte, wo muss ich hin? Versuch einfach auf das Schiff zu kommen. Das haben wir schon 1000 Mal gemacht. Das haben wir schon 1000 Mal gemacht, Mama. Dann klettern wir mal hier hoch. Ja, der Jump'n'Run-Profi ist wieder da. Oh. Und jetzt? Bin ich auf dem Schiff. Da rein. Ah. Ja, 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 ja. Komm hoch. Oh. Hat geklappt. Sei vorsichtig da draußen. Das Team, das ich an Tumos verloren habe, war gut. Einige meiner besten Leute. Okay. Unser Hüter kriegt das hin, Hawthorne. Das ist unser Job. Ja, ich bin der Hüter. Das war euer Job. Soweit ich weiß, ist euer Licht aus. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Mein Licht ist nicht aus, halt's Maul, Hawthorne. Und guck, ich soll vorsichtig sein, also sneaken wir uns jetzt rein. Mhm. Ja, genau so machen wir's. Und nicht anders. Und dann gehen wir mal hier langsam, aber sicher und kontinuierlich hervor, um das Kommandodeck zu stürmen. Und ich habe keine Lust mehr zu sneaken. Das dauert mir nicht alles viel zu lange. So. Was machst du? Gar nichts. Schön. So, das Einzige, was es hier macht, ist Türen auf und hinter mir wahrscheinlich irgendwelche Türen wieder zu. Oh, cool. Ein einzige Munition hat die getroppt. Die Tür ist verriegelt. Schau dich um. Die war doch eben gerade auf. Es gibt immer einen anderen Eingang. Wie, es gibt immer einen anderen Eingang. Ah, dann muss ich wieder zurück. Und da unten ist jetzt das komische Kontrollpanel. Schau mal auf die Baupläne. Ich hab's. Der Lüftungsschacht. Der sollte uns wieder auf den Weg bringen. Yay. Also wieder hoch. Natürlich, warum auch nicht? Hm. Da. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Hawthorne. Mein Hawthorne, jetzt hör auf rumzuweinen. Das gefällt mir nicht, was ich hier alles so an komischem Rumgerede höre. So, gucken wir mal hier durch. Sehe ich irgendwas? Nö. So. Na. Hier sieht man ja nichts raus. Ich habe keine Lust, hier jetzt einfach reinzudroppen. Aber es muss wohl sein. Oh, shit. Gladiatoren. Was seid ihr denn für welche? Oh, oh. Die Gladiatoren gefallen mir aber gar nicht. Ganz und gar nicht. Oh, wie ist hier alles so? Die Luft flimmert voll. Ich kann nicht aimen. Dadurch, dass die Luft so flimmert, sind wahrscheinlich auch eventuell die Hitboxen und Anzeigemodelle vielleicht verschoben. Ist ja kein Wunder, wenn man nicht trifft. So, da ist ganz viel heiß. So. Und wenn sich Tumos hier bei so einem heißen Gedöns aufhält, Blutwache Centurio. Ja. Ah, natürlich ist hier ein Blutwache Centurio. Schieße ich ihn mal an. Nö. Erst mache ich die Phalanx weg. Dahinter steht noch einer. Los, komm hervor. Danke. So. Ansonsten werden hier noch welche angezeigt. Der da? Irgendjemand oben? Nö. Hier links war jemand. Oh, nicht nur einer. Okay, drei weniger. Nein, du hörst auf zu leuchten. Oh, cool. Er hat Sniper-Munition fallen gelassen.
Und jetzt sieht es so aus, als ob da nur noch der Blutwache Centurio übrig wäre. Ja, dann gucken wir mal. Nein, ist nicht der Fall. Oh, das war knapp. Da oben ist noch ein Psion. Der erste Schuss, der war nicht drauf. Aber ich beschwere mich nicht, wenn er umfällt. So, wo ist jetzt der Centurio hin? Da steht er. Ich will hier die Munition haben und dann wieder weg. Denn drei Schuss für die Sniper sind nicht unwertvoll. So, und dann... Du hast höchstwahrscheinlich deine Schwachstelle auf dem... Verdammt. Natürlich hat er ein lila Schild. Ich meinte eben, er hat vermutlich seine Schwachstelle auf dem Rückenpanzer. So, dann hole ich mir jetzt mal hier das Scout-Gewehr. Oh nein. Okay, er hat einen Flammenwerfer. So. Gut, dann wissen wir jetzt schon mal ein bisschen zu dem, was der Junge hat. Und können dann anfangen. Oh, vier Schuss nur noch. Oh ja, es ist der Tank. Auf jeden Fall ist es der Tank. So, also dann. Immer zu auf seinen Tank. Und down, oder? Schon down? Jawohl, down. Da habe ich mir mehr in die Pampers gemacht, als nötig gewesen war. Gut. Wohin jetzt? Da hoch. Einmal herum und nicht darunter fallen. Schön. Ich bin nicht runtergefallen. Klappt doch gut. Wir sind fast beim Hangar. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Ihr könnt euch auf ein Empfangskomitee freuen. Holiday, kannst du Unterstützung leisten? Ich komme wieder zurück. Ich muss hier erst ein paar rote Untiere abschütteln. Mhm. Na gut, dann versuchen wir es mal. Wiedereinstieg eingeschränkt. Oh shit. Ey, machst du die Tür wieder auf? So, da eben ist unten noch einer gelandet. Der da. What the? Wo hat's mich gerade hingefetzt? So. Das sollte es hier eigentlich erstmal gewesen sein. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich hier so viele Scout-Gewehre benutze. Boah, wie viele Psions, die hier denn rumstehen haben. So, dann gehen wir mal... Oh, was? Nein! Granate! Von wo kam die denn? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Da steht noch ein Psion da drüben. Was ist das da? Okay, ich werde es gleich erfahren. So. Jetzt will ich wissen, wo die anderen Dudes sind, die hier diese Schilde hatten. Ah, blauer Schild. Gegen blauen Schild hilft eine blaue Sniper. Dafür musst du mal stehen bleiben. Okay, und Blutwache Security kriegt zumindest ein paar Kopfschüsse ab. Na, aber leider nicht mehr der Sniper. Dafür hast du einen mit der Sniper gefressen. So. So, schöne Kombo. Gleich ist der down. Dann kann man sich jetzt um den anderen kümmern. Der wieder sein Schild bereit hat. Aber ich will meine Sniper-Munition lieber nochmal behalten. Dafür kriegst du eine Granate. Komm, stell ich mal in die Granate rein. Nehmen wir mal unser normales Scout-Gewehr wieder. Der kriegt gut auf die Schnauze und weg mit dem. Sehr schön.
So. Wohin? Dahin. Hangartür öffnen. Die Tür? Die Tür. Oh, fuck. Hat jemand um Unterstützung gebeten? Ja, please. Lauf dir, Nashörner. Hat die ihn gerade als Nashorn bezeichnet? Holiday, schieß mal wieder mit deinem... mit einer krassen, tollen Waffe. Ihr solltet die Tür abschließen, wenn ihr keinen Besuch von mir wollt. So, Tür war nicht abgeschlossen. What the fuck, Holiday? So. Nachladen, von rechts gucken, kommt niemand. Also weiter links und auf alles erstmal prinzipiell schießen, was sich irgendwo bewegt. So. Da links war gerade noch ein Psion. Den da meine ich. Und den da und die da oben, weil die Psions sind böse Sniper. Die machen teilweise ganz schön Aua. Gut. Hat geklappt. Also reingehen und Munition holen. Also erstmal das sekundäre Gewehr nachladen. So, Blutwache Sentry. Security meine ich. Danke, Holiday. Alles klar, down. Hüter. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt kümmere du dich um Tumos für uns. So, ich soll mich jetzt um Tumos kümmern. Nee, ich würde aber sagen, nicht jetzt. Denn der Bosskampf dauert bestimmt noch eine gute Zeit an. Und ich bin schon bei 22 Minuten. Mittlerweile sogar 23 von der Aufnahme her. Und da würde ich sagen, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Relativ viel Action, bis ich rumgeballere. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann Tumos, den unbezwingbaren, unbeugsamen, wie auch immer er sich schimpft, besiegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, haut rein und ciao. So. Hallo an alle Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Destiny. Im letzten Mal habe ich gesagt, dass wir diese Folge Tumos kaputt machen. Und das habe ich auch immer noch vor. Dort, hier, habe ich die Folge aufgehört, bin hier hochgelaufen und dann waren die Gegner da. Weswegen ich die Folge schießend anfangen musste. Macht man ja normalerweise nicht. Aber nichtsdestotrotz kommen hier jetzt wahrscheinlich noch mehr Gegner. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ah, da zum Beispiel. So, zwei schöne Header, da war noch einer. Für den braucht man ein paar mehr Schüsse. Was hat sich da gerade geschlossen? Na, wahrscheinlich nur die Tür. So, und hier kann hinter jeder Ecke irgendjemand lauern. Problem daran ist, ich habe... Wie du zum Beispiel. Aua, der macht dann bestimmt ganz viel Au. What the fuck? Was hat denn der für ein Schild? Natürlich hat er wieder einen roten Schild. Nehmen wir die hier. Die dann sein Schild kaputt macht. So, Schild kaputt. Guck mal, Blutwache, Exemplar. Guckst in die falsche Richtung und kassierst gute Header. Bam. He's down. Hat schön Munition dagelassen. Rechts, links, geradeaus. Geradeaus. Nachladen. Oh shit. Das ist die Brücke und hier kommt bestimmt gleich sofort Tumos. Der böse Bube. Ja, da ist er. Okay, erstmal ein bisschen die Ads wegmachen. So, gucken, dass von rechts keiner angeschlichen kommt. Sich dann erstmal um den da kümmern. Ziemlich schlecht schießen. Aber froh sein, dass das Blutwache Bollwerk umgefallen ist. Oh, da kommt Tumos an. Und da ist ein zweites
Bollwerk-Gedöns mit einem blauen Schild. Zack. Zack, reicht erstmal. Nehmen wir die Primärwaffe. Oh, und ich muss hier weg. Nachladen. Und jetzt komm hervor und regeneriere deinen Schild nicht. So. So, Thumos. 101. Thumos, der Ungebrochene. Frisst jetzt erstmal ein bisschen Sniper-Schuss, okay? So, dafür will ich aber genau zielen. Nein, das war mir nicht genau genug. Komm, bisschen weghauen. Da ist er schon. Da hinten ist er. Na komm, reloaden. Ja, wegfliegen. Was hast du jetzt vor? Warum hast du so eine Klinge ausgefahren? Ich will nicht, dass du mir irgendeinen krassen Nahkampfangriff drückst. Holy fuck. Der war daneben. Ich hab daneben geschossen. Nein! Das sieht gar nicht gut aus. Hilfe, Mama! Dann nimm da das da. Fuck. Natürlich trifft die Nate nicht. Da liegt Sniper-Muni und Loot. Meins. Ich bin gierig. Oh, die Schüsse haben gut gesessen. Okay, Sniper leer. Und natürlich kommen Ads. So, ich glaube, das waren sogar schon die Ads. Nein, waren sie nicht. Oh, und da fetzt mich der Psion hoch in die Luft. Ich habe ja noch meine Ulti. Die kriegt der Junge auch noch. Aufs Mull gefetzt, nämlich jetzt. Boah, die war gut. So. Die Ulti hat richtig gesessen. Nachladen, verdammt. Da sind Ads gespawnt. No Scope, kann man wegmachen. Kriegsbiester, nein. Schon wieder Gladiatoren. Ich muss hier leider mal im Moment ein bisschen fast No Scope eingehen. So, Thumos down. Wir haben die Codes und Thumos ist erledigt. Oh. Abgehakt und abgehakt. Yes. Exzellente Arbeit. Jetzt auf zur Basis. Finde sein Schiff und begib dich zur Allmacht. So. Wir zählen auf dich. Das hat doch nicht so lange gedauert. Arbeit, Hüter. Ich werde die gute Neuigkeit verbreiten. Thumos ist endgültig erledigt. Hui. So, das hat doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe, dass es dauern wird. 29 Minuten Aufnahme, das kann man auch in eine Folge packen. Somit, sorry, dass da zwischendurch vielleicht ein ganz kleiner Cut war. Aber ich habe gedacht, dass es ein bisschen länger dauert, hier den komischen Eumel in der Riesenrüstung kaputt zu machen. Hat es dann im Endeffekt doch nicht. Und deswegen muss ich diese Waffe ausrüsten. Bin ich jetzt wieder hier. Und dann würde ich sagen, ist jetzt die Folge vorbei. Vor allem, da ich jetzt auch die eine Mission gemacht habe. Und ich mich damit auch an meine Regel halten kann. Nur eine Mission pro Folge. Und nicht irgendwie eine geteilte Mission. Oder sonst irgendwas. Sondern ganz, ganz schnieke. Und schön. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann beachtet die Gefallenen, die da an mir vorbeirennen, überhaupt nicht. Sondern gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bei Destiny 2. Bis dann, haut rein und ciao.